Und damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Und ich hoffe, hier sind noch genug Startplatten. Ja, sehr schön. Anderen Krams loswerden. Ja, ist halt krass, wie viel von diesen Triebwerkskomponenten. Aber die können wir auch gut zerlegen, um erstmal an Ressourcen ranzukommen. Ich glaube, das werde ich gleich mal initialisieren. Genau. Montage. Alles rein hier. Und dann, genau. Ja, guck mal, wie viel Eisen. Das ist Wahnsinn. Und Gold und Platin ist auch dabei. Das ist doch schön. Dann haben wir doch genau das. Und nicht gerade wenig, ja, ne? Auch das Gold. Das ist schon super. Ja, dann kann ich da glücklich und zufrieden mit sein. Krass, ey, das ist so heftig, wie viel wir von dem Krams brauchen, ey. Oder wie wenig wir aufnehmen können davon. Viel mehr. So, das ist auch noch wieder weg. Warte, wo ist es hier? Nein, das kann alles mit weg. Das frisst halt auch unheimlich viel Energie. Muss man das auch sagen, ne? Ist halt, ja, irgendwie klar, logisch. Weil die halt die ganze Zeit an sind. Also gut, okay, sie fressen nicht so viel Energie, wie wenn wir sie jetzt hier befeuern würden, ne? Aber trotzdem, es reicht schon aus. Ich denke mal, wir werden hier den Zugang noch ändern müssen. Ah, wobei, ne, glaube ich eigentlich nicht. Egal. Hier oben, das werden wir nochmal ver... Entschuldigung, ich habe mich zwar jetzt extra weggedreht, aber ich hoffe, es war jetzt nicht ganz so schlimm. Was? Bitte was? Die Reaver. Scheiße. Energy low. Die Reaver. Oh fuck. Antenne. Ausschalten. Das fehlt dir jetzt noch. Du hast, glaube ich, keine Antenne, ne? Das hatten wir extra da nicht gemacht. Dann war das diese Warnmeldung gerade. Wir haben ja, ist aber fleißig am Ruckeln. Okay, alle Signale sind aus. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wobei hier unten diese Teile, die haben, glaube ich, auch Antennen, ne? War das nicht so? Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Aber der Reaver ist weg. Der Reaver ist weg. Oh, warte. Sehe ich jetzt gerade. Okay, das sieht jetzt halbwegs. Oh mein Gott, es ist so grausam, das zu sehen. Na, egal. Egal, es wird alles wieder wunderschön. Irgendwann mal. So, habe ich jetzt hier hinten schon geschweißt? Nee, natürlich nicht, ne? Kam jetzt gar nicht dazu. Auf einmal dieses seltsame Geräusch erklang. Oder ertönte. So, jetzt rein theoretisch, wenn das jetzt wirklich alles war, sollte es jetzt luftdicht sein. Es sei denn, hier hinten ist noch irgendwas defekt. Ja, hier. Ah, die Dinger müssen wirklich weg, die sind im Weg. Hier fehlt auch eins. Thank you.
das ist falsch. Das ist richtig, genau, sehr schön. Das würde mich natürlich wirklich interessieren. Luftdicht? Ja, nein, vielleicht. Kreuz an. Nein. Doch erst, wenn ich drinne bin. Mensch. Ja, es ist luftdicht. Sehr schön. Wunderbar. Das heißt, wir denken jetzt bitte immer wieder dran, hier diese Schleuse zuzumachen. Das heißt, müsste er hier ja entsprechend auch. Jetzt brauche ich hier nur einen Schalter zum B- und Entlüften. Das wäre super. Dann machen wir halt manuell. Ich find das, glaube ich, jetzt besser, wenn wir das manuell machen. Tja, Steuerung. Konsole, das ist auch nicht. Schwierig wieder. Hier, das Ding brauche ich. Schalttafel. Okay. Schalter, machen wir Schalter. Ja, da sind doch alle anderen mit dabei. Sehr schön. Okay, wunderbar. Ich brauche nämlich eigentlich nur. Ja, so einer hier. Das reicht ja schon. Wobei, den finde ich irgendwie cooler. Nehmen wir doch den. Computer und Anzeige. Okay. Das ist nicht Anzeige, das ist Panzerglas. Das ist Computer. Haben wir nicht. Okay. Kein Thema. Na, da erstmal hier montieren lassen. Genau. Ich weiß gar nicht, ob es hier nur zwei waren, ehrlich gesagt. Vier waren es. Okay, vier. Kein Thema. Ich weiß gar nicht mehr, wofür brauchten wir das Zeug? Energy low. Nee, das gefällt mir nicht. Ich brauche dann noch einen Schalter. Das wäre irgendwie cooler. Ja, wir nehmen jetzt dann doch das. Ah, ich brauche eine interne Panzerung. Haben wir da noch welche? Ja. Sehr schön. Ups. Sehr geil. So, jetzt, wie heißt der hier? B- und Entlüftung. Hat das einen dicken Namen? Lüfterschleuse. Okay, Lüfterschleuse. Das ist der große rote Knopf oben. Dann drücken wir einfach mal Lüfter, Schleuse. Ist der hier. Dann sagen wir, Druck ablassen, an, aus. Ja. Machen wir zu. Ist auch alles zu, okay. Wunderbar. Ach so, aber. Ach so. B- und Entlüften wäre nicht schlecht, ne? Ja, wobei doch, nee, ist der richtige Block. Es dauert halt ein bisschen, bis der Druck abgelassen wird, ne? Kann das sein? Ich weiß es gar nicht mehr. Druck ablassen an.
Ja, man sieht es. Es dauert wirklich lange. Okay. Also. Damaged Research Vessel. War das nicht so, dass das irgendwie so ein Trick war? War doch so, ne? Irgendwie ja. Na, ist egal. Ja, das war auch schon mal hingeflogen. Dann wurden wir doch total schnell. Achso, der entlüftet? Ja, das ist natürlich jetzt doof, ne? Genau. Aber sehr schön. Gut, dann habe ich wenigstens einen Raum, in dem ich halt sicher bin. Ich setze mich mal hier hin. Genau. Tja, wäre jetzt halt wirklich interessant, ob die Naniten anfangen zu arbeiten. Also ich sehe jetzt noch nichts aktuell. Also so gar nichts halt, ne? Aber gut, die Wege der Naniten sind unergründlich. Ja, was anderes fällt mir da gar nicht so ein, weil es ist halt manchmal schon ein bisschen seltsam, ne? Wie die arbeiten. Soll ich so meinen Helm aufsetzen? Ah, Druck ablassen. Das dauert echt lange. Also so richtig lange, ne? Fehlt auch was im Boden. Hatten wir nicht auch noch mal so einen Zugangspunkt ins Lager? Nee, ne? Mal klar. Ja, hier war ich der Kommandoraum, noch der eine. So, irgendwo müssen wir jetzt noch Stahlplatten herkriegen. Stahlplatten. Echt? Ah, da eigentlich. Ja, also die Naniten haben schon ein bisschen was, aber anscheinend wollen die nicht. Da haben nicht so richtig Bock drauf. Finde ich schade. Ihr sollt mal was tun. Achso. Es ist noch nicht fertig gescannt. Er ist gerade mal bei 10%. Ja, da müssen wir ja diese. Da müssen wir denen helfen, das geht so nicht. Da sind wir ja in Jahrzehnten nicht fertig. Naniten, so. Ja, Speed Upgrade. Das muss hier dran. Das geht gar nicht. Naniten. Haben keine interne Panzerung. Na, müssen wir mal ein bisschen was herstellen davon. Okay, davon geht halt nichts mehr, ist so. Und Energiezellen brauche ich auch. Na, der Supraleiter wird, glaube ich, noch ein Problem. Irgendwohin fliegt doch hier was. Guck mal da. Also man tut dann doch was, auch wenn man ein bisschen schnell ist, aber ich glaube, das Speed-Upgrade, das ist dann schon ganz sinnvoll. Okay. Das haben wir gleich. So, Energiezellen. Das wird, glaube ich, ein Problem, Energiezellen.
Oh. Was? Pirate Linebreaker? Was zur Hölle? Korrupt Medium Cargo Transport. Okay. Das könnte schlimm werden, eventuell, muss aber nicht. Ich kann ihn mit diesem Buckel nicht leben, das nervt so. Immer rüberlatschen muss. Ist ja schrecklich, ey. Das ist eine Buckelpiste. Aber nicht langlaufen. Nein. Ja, Supraleiter haben wir, glaube ich, jetzt gar nicht mehr. Die haben wir jetzt alle zerlegt. Okay, komm. Zwei Stück noch. Yes. Okay. 250 Supraleiter. Seid ihr des Wahnsinns? Okay. Montageanlage. Hier, das erstmal zusammen. Dann. Ja, genau. Zerlegt das erstmal alles und dann geht das. Ach ja. Der war ja für das Schutzschild von dem kleinen Raumschiff. Ha, siehste. Egal. Ich habe gesagt, 250 brauche ich, ne? Machen wir 500, dann ist das schnell genug. Ja, so viel ist das jetzt nicht, aber. Egal. So, das brechen wir erstmal ab. Soll er erstmal hier das weitere machen? 250 kriegt er nicht hin, nein. Wir könnten höchstens gucken, ob hier oben noch Supraleiter drin sind. Wir haben ja nicht alle rausgenommen. Aber wir haben die nicht komplett zerlegt. Ja, da sind noch welche. Scheibenkleister. Aber das reicht. Damit haben wir alle unsere Probleme gelöst. Also so eigentlich. Ja, ist ja okay, ist ja okay. Warte, so. Genau, alles weg. Brauchen wir nicht. Ich hoffe halt wirklich, die Naniten haben genug Strom, ey. Das wäre sonst richtig doof. Okay, das hat gepasst. Das auch. Ah, super. Genau, und dann wollen wir keine Gedanken machen. Ist hier noch irgendwas übrig? Schwebt hier wieder mal irgendwas rum? Oh, das war's. Okay. Den restlichen Quatsch brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht, aber wir brauchen Energiezellen. Für die wir zum Glück genügend Sachen haben. Yay, sehr schön. Na, jetzt müsste es ja wirklich schneller gehen. Wie schnell ist es jetzt beim Scannen gewesen? Ja, siehst du, jetzt hat er schon 99% gescannt. Sehr gut, wunderbar. Das müsste ja dann hier auch viel, viel schneller unterwegs sein. Travel Speed, okay. Ja, sieht gut aus. Also er fliegt auf jeden Fall jetzt erstmal überall hin, das ist schön. Ich habe zwar keine Ahnung, was der hier. Ja, doch hier fängt er an zu schweißen, okay. Ja, es gibt doch. Also auf jeden Fall gibt es hier mehr als genug zu tun für die Nanitenfabrik. Ich glaube, die ist dann sogar ein bisschen überfordert. Ich glaube aber, eins reicht. Ja, ich glaube, eins reicht. Interne Panzerung brauche ich. Okay. Warte.
Ah, haben wir natürlich wieder nicht. So, warte mal, da kannst du stoppen. Ich brauch das doch nicht. So, sehr schön. Jetzt. Oh, okay. Fliegt ihr irgendwo hier auch mit hin? Repariert? Okay. Ja, das muss dann hier auch alles wieder dicht gemacht werden, ne? Ich kann hier schon mal Tür zumachen. Das ist ja eine Schleuse gewesen. Genau. Dann können wir uns eigentlich Stahlplatten holen und können das hier mal wieder reparieren. Ich weiß nicht, wie viele hier hat schon Stahlplatten. Oh, das passt. Ich kann hier nämlich fleißig Blöcke platzieren. Genau, so. Ach, da brauche ich noch die anderen. Genau, so, den hier. Ja, und dann wieder Fenster, okay. Wo haben wir denn Träger? Da. Und die 0815 Fenster müssten reichen. Hier die einmal eins. Da einmal eins. Seltsam, dass das jetzt so ein bisschen weiter hinten ist, aber ist egal. Ach, die habe ich von außen, glaube ich, angebracht, ne? Ja, es kann sein. Ja, die habe ich von außen angebracht, deswegen war das so. Ja, weil da innen drinne standen ja die Steuerungskonsolen. Deshalb ging das dann gar nicht. Aber das ging schon. Genau. Und dann war das nämlich dicht und dann war das alles wunderschön. So, wir müssen aber jetzt irgendwo hin, wo wir erstmal. Ich setze mich jetzt einfach hier rein. Dann kann ich zur Not wegfliegen, wenn irgendwas sein sollte. Da vorne ist immer noch dieser Pirate Linebreaker Hard. Okay, also es gibt anscheinend auch noch Schwierigkeitsstufen dabei bei den Gegnern. Super. Nun gut, ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.